wird grundsätzlich, aber auch von beiden Seiten, nur gelogen. Im Krieg so und so. Das ist eine eindeutige Sache. Und Kriege sind grausam und sinnlos. Danach fragen wir uns, hoppla, warum haben wir eigentlich den Ersten Weltkrieg gehabt? Hm. Mit all den Millionen Toten und dem Elend. Und nachher sagt, war doch Wahnsinn. Auch was Hitler gemacht hat. Was sollte das eigentlich? Wir waren doch gar nicht genügend Deutschen, dass sie so viel Land besetzen können. Ich meine, gut, da sind andere Leute im Hintergrund, die die Regie führen und das Drehbuch, weil sie wahnsinnig daran verdienen. Ja. Und das hat der engste Berater von Zelenskys auch gesagt. Warum wir den Ukraine-Krieg haben? Weil beide Seiten höllisch daran verdienen. Zelensky ja auch. Also er kauft sich ja ein Schloss nach dem anderen. Ja, Zelensky ist mal ja der. Mhm. War vorher schon aus dem Drogenhandel und anderen Geschäften. Also Zelensky ist kein guter Mensch. Und die Ukraine ist eine knallharte Diktatur. Opposition wird ermordet, landet im Gefängnis. Oppositionelle Parteien und Zeitungen sind verboten. Also das ist, wenn wir dort die westliche Demokratie verteidigen, na dann gute Nacht. Sie galt ja bis vor dem Krieg galt die Ukraine als das korrupteste Land Europas. Ja. Also mit der höchsten Korruptionsrate. Ja. Und deswegen hat sich die Familie Biden dort auch eingekauft. Mhm. Mit vielen Millionen Dollars. Mhm. Ländereien gekauft, alles mögliche, Rohstoffe dort, nicht? Und die wollte natürlich Biden nicht aufgeben, wenn die Russen das übernehmen. Es geht bei Kriegen, Kriege sind immer Raubzüge. Ja. Es geht immer nur ums Geschäft. Mhm. Und ich meine, jetzt sehen wir den Ukraine-Krieg. Da gibt es den Direktor des Weltwirtschaftsinstituts in Kiel. Der hat gesagt, um den Ukraine-Krieg zu finanzieren, müssen Deutschland jetzt jedes Jahr 150 Milliarden Sondervermögen aufnehmen. Neues Wort für Schulden. Ja, bis zum Ende 2030, weil der Krieg wird lange dauern. Und das ist ein Erschöpfungskrieg, wie im Ersten Weltkrieg. Man will damit Russland wirtschaftlich in die Knie zwingen, damit man es übernehmen und ausrauben kann und von China trennen. Weil in Wirklichkeit geht es um China. Mhm. China entwickelt sich so rasant. Deswegen hat ja auch Biden jetzt dafür gesorgt, dass auf alle Umwelttechnologien Chinas, weil die sind sehr weit und sehr fortschrittlich und günstig, 100% Strafzoll erhoben wird. Und von Europa will er Ein- und Ausfuhrverbote, dass wir also überhaupt gar keinen Handel mehr mit China betreiben. Das ist für die deutsche Autoindustrie absolut tödlich, weil die machen ihre Gewinne in China und in Nordamerika. In Deutschland ja praktisch gar nicht. Es sind ja auch keine deutschen Firmen mehr. Die DAX-Firmen gehören ja alle Amerika, amerikanischen Investoren. Also das wäre für uns absolut tödlich. Warum lassen die Europäer, also ich meine die europäischen Staatschefs oder wie sie da, also Ursula von der Leyen etc., die ganze EU, warum lassen die Politiker der EU sich das überhaupt gefallen? Weil sie Marionetten Amerikas sind. Über die NATO. Wir müssen ja sehen, dass... Du hast doch ein Buch mitgebracht. Ja. Ein Buch mitgebracht über die EU, wie die eigentlich, welchen Grund sie hat. Ja. Das Buch gibt es natürlich heute auch wiederum nicht mehr zu kaufen. Oder vielleicht nur im Antiquariat. Ja. Ich halte das mal in die Kamera. Ich habe hier mal reingeguckt in dieses Buch. Das ist vierfarbig gedruckt. Es sind sehr, sehr viele Grafiken etc. Also Nachweise drin. Es ist ein hervorragendes Buch, um mal herauszufinden, wer eigentlich die Idee der EU hatte. Ja. Genau wie die Idee der Weltwährung. Ja. Die kam ja von einem Mann, ja, der die, nicht... Das kam alles von Adolf Hitler. Ja. Die Weltwährung und die EU. Und beides ist realisiert. Und zwar hat zwei Leute haben für Hitler das ausgearbeitet. Mhm. Und zwar Walter Hallstein und sein bester Freund. Und nun muss man sagen, dieses Buch ist von einem jüdischen Kollektiv von Auschwitz-Überlebenden geschrieben worden, die anhand der Nürnberger Nazi-Prozesse und anderen dieses Buch geschrieben haben mit den Materialien. Es gab ja die IG-Farben. Mhm. Das war ja ein riesiges Konglomerat. Das wurde später BASF draus, war ein riesiges Chemiewerk. Ja, BASF war nur ein kleiner Teil davon. Mhm. Eine deutsche Firma, ganz kleine, nicht? Mhm.
Es waren die 100 größten amerikanischen Firmen drin. IG Farben bestand über 50% aus amerikanischen Firmen. Die haben Auschwitz betrieben. Es heißt immer, wir sind die bösen Deutschen, die Auschwitz betrieben haben. Nein, das waren die IG Farben, hauptsächlich die Amerikaner. Und nach dem Krieg wurde die IG Farben von Amerika übernommen und praktisch zur EU gemacht. Denn der erste EU-Präsident war Walter Hallstein, also der für Hitler diese Pläne ausgearbeitet hatte. Und warum machte Hitler das? Er hatte gesagt, wir müssen die Industrie kontrollieren, weltweit. Weil Hitler hatte ja den Anspruch, also ganz Europa zu beherrschen. Mhm. England sollte die Welt bekommen, die hatten ja Absprachen, die Churchill dann alle, er hat ihn ja hintergangen, den Hitler. Es ist sehr interessant, dass Hitler, Churchill und Stalin alle im Tavistock-Institut von Rothschild ausgebildet worden sind in London. So wie heute Leute im Schwab-Konsortium, ja. Young Global Leader ausgebildet werden. Ja, die werden da immer noch. Ja. Merkel war auch da. Ja. Nicht? Putin auch. Ja, die werden dort ausgebildet. Das waren enge Freunde. Mhm. Aber sie waren eben nur Marionetten